Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Origins. Dann wollen wir mal. Führen wir ihn mal zu seinem Ziel. Ne? Halt! Bleib stehen! Nö, nö. Amaxa elaphnisga gagisteo. Lass du mich mal in Ruhe. Ach, da vorne, okay. Interessant. Na, mal gucken, ob er da wirklich sicher ist und nicht, ne? Noch mehr in Gefahr. Weil so weit ist das ja gar nicht. Naja. Muss er ja wissen. Achso, okay, wir sind schon da. Ich dachte, wir müssen da hinten hin, aber gut. Sich unsere Wege, Magi. Okay, ich bin nun alles kein gut. Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Ah ja. Dann gehe in Frieden, Lysander. Du auch, Magi. Bajek. Vielen Dank. Aha. Okay. Interessant. Jetzt gucke ich noch mal kurz. Okay. Wir haben ja hier noch ein paar Dinge zu holen. Ne, unter anderem das hier. Aber ich meine, das war noch zu... Oder? Wir können ja mal gucken. Das verstehe ich noch nicht. Ist das hier in einem anderen Gebiet? Warte, ich muss mir mal die Namen merken hier. Oder vielleicht mal ein Foto machen. Wäre auch praktisch. Nö. Da. Moment. Düdüdüdüd. Ach, pff. Klar. Komisch. Ja, ist in Ordnung. Gucken wir mal. Ob wir das hier vielleicht irgendwo finden. Das könnte halt überall sein, ne? Das eine ist ja so zum Beispiel sogar hier. Da unten. Aber ich glaube, das haben wir auch da. Ne, das haben wir, glaube ich, auch hier gefunden, ne? Ja, das muss woanders sein. Weil wir haben ja auch keine Dings hier, ne? Oder? Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist als Schlucht. Nee, glaube ich nicht. So, was haben wir noch? Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch ein anderes. Moment. Ich mache mir das mal einfacher. Ups. Ja, die sind definitiv verteilt, ne?
Die sind definitiv verteilt, also können wir die noch gar nicht so gut machen. Genau, warte. Zurück zur Karte. Ich glaube, das habe ich sogar... Genau, das ist zum Beispiel hier. Das ist hier. Und... Das an... Ja, zoom noch mal bitte ran, danke. Ist in der Katara-Senke. Ich glaube, ich auch schon gesehen. Kann natürlich auch, ne? Hätte ich das nicht auch schon gesehen? Irgendwo hier? Das könnte hier sein. Da. Ne? Das ist aber auch ganz schön. Wäre natürlich aber ganz schön fies. Aber da kommen wir ja noch gar nicht hin. Ne? Ja. Okay, warte. Und dann haben wir noch... Das andere. Ja. Das wird hier irgendwo auch sein, ne? Also wie gesagt, wir haben hier noch was. Da unten. Hier. Wo ich immer noch verwirrt bin, warum das... Ja, wir können ja mal nachgucken, aber ich meine, das war zu hoch gelevelt. Ne? Dafür, dass das noch in dem Gebiet ist. Naja. Genau, hier haben wir zwei Schätze. Und dann war da noch was. Oder war das nur die Aufgabe? Es kann natürlich auch sein, dass die Aufgabe da hinten weitergeht, ne? Na? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Ja, irgendwas war hier. Okay, der gehörte noch nicht dazu. Das ist sehr interessant. Oh, super. Machen wir es halt so. Okay, das war einer von denen. Ich meine, ich denken können, aber gut. Wir nehmen ja trotzdem alle mit. Hier ist auch noch. Ups. Habe ich gar nicht gesehen. Wo denn? Ach, Krokus. Muss man... Da. Hab ich gerade nämlich nicht gesehen. Ah, da. War es das? Dankeschön.
okay, jetzt haben wir alle beide. Sehr schön. So, und ich meine, es war da oben, ne? Da oben war was, hier. Lag doch irgendwo was rum. War das eine grausame Zeremonie? Hier ist viel Blut, wie nach einem Gemetzel. Aber es wurden schon viele der Spuren verwischt. Ich wollte eigentlich nur mal geguckt haben. Ja, ja, das kriegen wir, glaube ich, gar nicht hin. Ja. Hä? Mhm. Ja, genau hier. Ach, sup. 17. Gut, 17 ist... Sind wir schon nah dran. Ich glaube, das sollten wir trotzdem noch nicht machen. Aber hier war doch noch was. Hat hier nicht noch was gefunden? Aber, warte mal. Das können wir ja dann doch machen. Hier. Okay, hier muss irgendwo eine Statue sein. Und eine Säule. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Naja, hier. Ah ja, okay. Gefunden. Da ist die Statue, die guckt in die Richtung und da ist eine Säule. Wenn wir das Wort wörtlich nehmen. Ah ja, hier. Cool. Na, das gefällt mir. So, dann nehmen wir die nämlich auch gleich. Jetzt kriegen wir auf einmal die ganzen Äxte, ha? Und hier haben wir schon das Dingsschwert drin, ne? Nee, haben wir nicht. Okay, wir haben ein neues Schwert. Okay. Ja, nehme ich hin. Ist ja in Ordnung. So, hier haben wir auch was. Ach, wollte ich wieder warten, bis ich wieder zwei habe. Was war das denn? Aha. Aha. Das müssen wir auch unbedingt machen. Aber da brauchen wir auch zwei für. Ja, das brauchen wir auch, ne? Wir brauchen halt irgendwie mal zwei für. Na, nee, dann warten wir noch. Genau, hier. Okay. Ah, ja. Gut, das andere machen wir dann später, wenn wir dann wirklich mal Stufe 17 erreicht haben. Oder in der Nähe sind. Zumindest. Ah, da können wir auch schnell hinreisen. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Na, das war, glaube ich, der, den wir gerade gesehen hatten, ne? Genau. Das war der. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind ja schon nah dran. Ja. Aber machen wir erstmal das, ne? Wir haben ja noch ein bisschen. Dann können wir da wieder hin und dann können wir das machen. Ja, und die anderen kriegen wir sowieso noch nicht hin. Die sind alle da drin? Oh ja. Oh, Baket, Menno.
Ja, aber das machen wir auch noch nicht. Das kann erst recht warten. Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich auch anders lang gelaufen. Ich dachte, der wäre in dem Gebäude. Ich brauche jemanden für einen kleinen Auftrag. Ach, das war ja der. Dankeschön. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Ja. Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Dann lauf vor. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Mhm. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Ja. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich gebeten... Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Ah ja. Gut. Spielen wir schon wieder, Begleitung. Dann vergleicht die uns auch noch mit Herakles. Das gibt's doch nicht. Also, ne, wenn dann... Ne, ich glaube, es gibt keinen griechischen Gott, der ihm ähnelt. Na, vielleicht noch Hephaistos. Oder Ares. Aber doch nicht Herakles. Meine Güte. Wir spielen andauernd nur Begleitung anscheinend. Begleitung für den, Begleitung für den, Begleitung für den. Zwischenzeitlich bringen wir mal jemanden um. Du da, halt! Warum soll ich anhalten? Ich bin gerade Eskorte. Bayek, Eskort-Service. Nur heute. Und vielleicht noch die restlichen Parts. Man weiß ja nie. Endlich! Planänderung, Herakles. Nein. Wer? Da. Schon gut. Kind. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Ah ja. Sonst was? Sonst schrei ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Ach, du bist diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Wir gehen zu dir nach Hause. Meine Güte. Jetzt komm mit. Sonst reibe ich dir eine über und dann bringe ich dich bewusstlos nach Hause. Dann sage ich ja, okay, du bist gestürzt. Lieb Töchterlein will mich wohl verarschen. Soll ich nicht nur Leibwächter spielen, sondern auch noch das rotzige Gör hier ertragen?
Als wenn das eine nicht genug wäre. Wer denkt sie eigentlich, wer sie ist? Ein Schlag in den Nacken und sie ist bewusstlos. Schade, dass Bayek nicht so handelt. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Ah ja. Boah, jetzt muss ich auch noch hinterherlaufen. Was für ein Gör. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus genannt. Kopf. Ja, natürlich. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Ah, ja. Also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich. Ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus. Ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Ah ja. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ja. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Tja. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ah ja. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Die ist nervig. Und Stoffe kaufen. Nein. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt rein vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Ja. Da gibt es Unterschiede? Und zwar du gerne. Bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Wow. Will ich ja wohl du hoffen. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Und er ist nicht... Ah, endlich. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Ah, ja. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich! Danke, Bayek! Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Bayek, du bist echt ein Idiot. Wir sind fast da. Endlich. So. Kommst du? Sehr gut. Ist das nervig. Der hat gesagt, keine Dings. Und wieso läuft denn alle rein? Diese Stoffe sehen gut aus. Ah ja. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Ich hoffe, das ist kein Diebstahl. Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier! Geh nicht weg! Ach, fick dich! Was da, du? Wo ist das Pferd? Willst du mich verarschen? Spürt meine Sense hier. Dreckigen. Erledigt. Ah.
Jetzt komm her, Pferd. Bevor ich noch durchdrehe. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Ah, und die Leinen? Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Papa, aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah, ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet nicht wirklich es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Ah ja. Nun können ja jetzt gehen. Was ist hier mit diesem blöden Bündel? Interessiert das keinen mehr? Gut. Meine Güte. Wie nervig so kleine Görn sein können, ne? Okay, der war Stufe 20. Das machen wir noch nicht. Dafür sind wir auch noch nicht da. Also gehen wir jetzt doch seine Frau suchen, hä? Huh? Aber suchen wir mal Eier. Komm. Wir nehmen ein Kamel, wie es sich gehört. So. Ne? Alle reiten hier mit Pferden lang und wir nehmen ein schickes Kamel. Was denkst du dir dabei? Was denkt ihr euch? Habt ihr euch mal angeschaut? Bleib stehen. Warum soll ich stehen bleiben? Idiot. Ich habe noch ein Rendezvous. Oder beziehungsweise Bayek hat ein Rendezvous. Mit seiner liebreizenden Frau. Oder so ähnlich. Zu spät, keine Lust mehr. Doch, bitte, nimm es. Diese Gespräche. Wahrscheinlich hier lang, ne? Ah, ja, okay, da oben. Mal gut, dass wir das letzte Mal nicht zu weit gegangen sind. Dann interagieren wir mal. Dann wird sie bestimmt gleich auftauchen. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah, ja. Du bist Mike, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Aya. Beeilung, folge mir. Ja. Dann geh vor, damit ich dir folgen kann. Guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah. Ah, ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch dann red doch nicht Regime, so laut. Unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Ah, ja. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen?
Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Ah ja. Die sieben Warnbälles. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Kennst du sein episches Gedicht? Oder an eine Mutter... Weiter kann ich nicht gehen. Ah ja. Du findest den Weg zu Arya in dem Monument da vorn. Okay. Muss ich jetzt hier hochklettern? Hab etwas Vertrauen. Ja, nein. Nein, er hat gar kein Vertrauen, genauso wie ich. Alter, du sollst da reinspringen, nicht da drüber hüpfen. Geht doch. Ich meine, ich hatte ja schon kein Vertrauen, aber du? Das, ja. Amüsant. Bitte nicht umbringen, ich bin's nur. Ui. Das sieht aus wie ein Geheimversteck. Bitte nicht umbringen, ich bin's nur. Au! Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Chemo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ah ja. Ich kann sie jetzt schon nicht leiden. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Ah ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Ach ja. Ach komm. Die Frisur hat mir gefallen. Warum machst du das? Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ah ja. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Ah ja. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Nein. Diese Knutscherei. Meine Güte. Nehmt euch ein Zimmer. Seh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodoros sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodoros solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Ah ja. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Ah, es ist Dareus Klinge. Kein Wunder. Ich habe mich schon... Nur, dass Dareus damit besser umgehen konnte. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Ah ja. Naja. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Ja, ja. Und du?
Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Ja, das habe ich Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Okay. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch oh Gott, mein Liebster. Seid ihr schleimig. Naja. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Varnas dich durch die Grube geschickt hat. Ja. Kaum zu glauben, dass dein Vetter das macht. Aber natürlich müssen wir den umständlichen Weg zuerst gehen. Na gut, vielleicht wäre es auch besser so, sonst wären wir nachher noch verfolgt worden oder irgendwie so ein Scheiß. Wir wollen ja nicht zu auffällig sein. Okay. Ups. Hier ist es also. Aha. So, was haben wir denn noch? Ach, das war da. Das ist jetzt was Neues. Genau, da unten ist das. Das machen wir auch noch nicht. Da sind wir noch nicht, ne? Ah, okay. Ja, das war... Stimmt, das war ja er hier, ne? Da kommen noch mehr. Okay. Ja, das können wir alles schon machen. Das ist super. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das hier, ne? Das klingt auch sehr interessant. Dann gucken wir mal weiter. Ah, es sind sowieso nur noch 3 Minuten. War nicht mehr ganz. Stimmt nicht mit denen. Ich benutze nur die Straßen, wie jeder andere auch. Aber nein, bei mir wird immer gesagt, aus dem Weg, was stimmt nicht mit dir, oder Idiot da. Aristus Werk ist gut. Ein reisender Philosoph. Eine Schande, was ihm passiert ist. Ah ja. Verflucht sei der König. Verflucht sei diese elende Stadt. Verflucht sei Eodorus. Der Blitz soll sie treffen. Da am Schimpfen. Fragen wir sie doch mal. Wer bist du? Hat Eodorus dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eodorus. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Ah ja. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte okay. sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre. Eodorus stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Ja. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen, lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Ja, das stimmt. Wenn du ihn befreist, ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Klar, natürlich. Bring mir meinen Aristo zurück. Klar, machen wir. Ja, diese Stadt ist schon ein Arschloch, hä? Bewegung, was los ist mit dir? Und voller Idioten. Naja, dann schauen wir mal, was wir machen können. Naja, geht doch. Oh. Moment, bevor wir ihn verfolgen. Muss ich mal kurz den Timer ausstellen? Er hat gerade gebrummt.
Na komm, hol auf. Wer da? Noch ein speichelleckeres Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos, ein Beschützer. Großen Ärger. Okay. Aus dem Weg! Hä? Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig, ich bitte dich. Okay. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Bitte. Dafür, wir müssen dass aus deine... der Stadt verschwinden. Ja, wir dafür müssen das... fliehen. Halt doch mal die verdammte Klappe. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. Ja, ist ja in Ordnung. Aber dafür, dass deine Hüfte gebrochen ist, setzt du dich ganz gut aufs Kamel. Lass dir das nächste Mal was Besseres einfallen, ja? Danke. Hey, eine Güte, sag doch, der große Zeh ist gebrochen oder so. Aber mit einer gebrochenen Hüfte sitzt man nicht mehr so auf einem Kamel. Und dann diese Theatralik. Aristo, hier drüben. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank. Bitteschön. Hier, leg dich hin. Wir sind da. Oh, jetzt kannst du aber mal stehen. Ich bin so dankbar, dass du frei bist. Das andere kannst du bestimmt auch noch. Ihr müsst gehen. Naja. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Ah. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Griechenland. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Nein, mögen nicht wirklich. Die Götter eure Überfahrt begleiten. Ich war mit Cassandra auf. Licht und Ehre gegenüber. Überall. Habe ich gemischte Gefühle. Und du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Ne? Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du. Ja, in Griechenland ist es nicht besser. Wie die Götter. Ah ja. Lass mich dir sagen, Griechenland ist nicht besser mit den ganzen Spartiaten und den Athenern, die sich gegenseitig bekriegen. Aber gut. Wir haben die Quest noch erledigt. Würde ich mal sagen, ich beende erstmal dich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek. Wir werden dich finden.
Wir werden dich finden, wenn du schläfst! Schlaf. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva.